Jetzt Bauer Call. Hallo liebe Freunde von den regionalen Rundfunk- und Fernsehanstalten. Hier ist wieder euer Bauer Call mit der beliebten Sendereihe Das zahlt sich aus, wenn du in Mecklenburg draußen auf dem Land wohnst. Viele Jahre habe ich ja immer gedacht, um Gottes Willen, hängst du eigentlich hinter der Entwicklung zurück, wenn du immer noch mit deinem Saporosch durch die Gegend fährst? Aber jetzt sehe ich, wer ganz hinten ist, der ist irgendwann, weil er ganz lange ganz hinten war, auf einmal ganz vorne. Und das für eine schöne gewisse Zeit. Und zwar ist das doch jetzt so, dass sie alle aus Asien diesen Toyota-Virus hier, den Autovirus kriegen hier. Den Toyota-Virus, den Corolla heißt er doch, ne? Den Corolla. Und den kann ich ja nicht kriegen. Ich habe ja gar keinen Toyota. Und außerdem ist es ja so, so eine Erkrankung könnte bei mir gar nicht diagnostiziert werden. Nein, weil wenn ich jetzt nach einem Doktor will, dann muss ich mich im Dorf an den Schülerbus mit reinstellen. Aber der Schülerbus fährt gar nicht mehr. Mit dem Schülerbus rein nach der Kreisstadt, Kreisstadt hin nach der Poliklinik, aber die gibt's gar nicht mehr. Also, versteht ihr, ich habe gar keinen Zugang mehr zum Arzt. Wobei man ja auch in der Landbevölkerung davon ausgehen kann, dass diese ganzen Untersuchungen vom Tierarzt mitgemacht werden. Und ich weiß gar nicht, ob der Corolla-Virus jetzt von mir überhaupt auf die Schafe übertragbar ist. Also, nicht so viel Hektik, nicht so viel Panik. Ich möchte nicht wissen, wie viel Pandemien früher über uns rübergegangen sind und wir haben uns nicht angesteckt, will ich sagen, weil wir gar nicht die Medien hatten, die uns über die Gefahr informierten. Schön ruhig bleiben. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Und jetzt habt ihr mal einen Grund, wenn die Verwandtschaft klingelt, einfach die Tür zuzulassen, weil ihr sagt, wir geben euch den Kuchen mit, aber anstecken tun wir uns nicht. Das war unser Held vom Feld. Bauer Calls etwas anderer Wochenrückblick.